Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Weil es gestern so schön war, heute gleich noch eine Folge Enshrouded. Ich habe ein bisschen Vorarbeit geleistet. Wie immer zeige ich euch gleich, was ich gemacht habe und dann stürzen wir uns in die nächsten Abenteuer. Ich wünsche euch viel Spaß und let's go. Ach so, und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne meinen Kanal und liked meine Videos. Damit würdet ihr mich richtig unterstützen. Und PS, wir haben einen richtig geilen Discord-Server mit den besten Leuten überhaupt. Wir haben einen eigenen Enshrouded-Server und einen eigenen Soulmask-Server. Also solltet ihr Bock haben, dann joint gerne dem Discord und tretet uns bei. Ja, wo fangen wir denn am besten an? Vielleicht gleich mal bei der Flamme. Ich habe einmal den Altar aufgewertet und ich habe einmal unsere Flamme gestärkt. Das heißt, wir haben Flamme Stufe 5 und natürlich haben wir jetzt auch einen Altar mehr und haben eine bessere Miasma-Passierstufe und so weiter und so fort. Die ganzen Mats für die nächste Aufwertung habe ich noch nicht. Die werden wir aber wahrscheinlich jetzt dann demnächst mal bekommen. Lasst uns mal hier reingehen. Jetzt muss ich überlegen, was ich alles gemacht habe, weil es war tatsächlich eine ganze Menge. Fangen wir mal bei ihm an. Wir können eine große magische Truhe machen und ich habe tatsächlich auch schon eine davon gemacht. Das müsste die hier sein, wie ihr seht. Dann gucken wir doch mal auf die Karte. Ich habe ja im letzten Part gesagt, dass wir diese ganzen Schreien der Flamme und Refugium der Flamme machen. Die habe ich jetzt aber schon im Off gemacht, genauso wie einige Miasma-Wurzeln, weil ich mir eben dachte, hey komm, macht keinen Sinn, das mit euch zu machen. Da machen wir auf jeden Fall vielleicht Dinge, die einfach spannender sind. Und was auch verschwunden ist, sind die zwei Ausrufezeichen, nachdem ich den Alchemietisch gebaut habe. Also quasi, den habe ich gebaut, dann sind sie weggegangen, ergo die Quest beendet. Hat denn der Alchemist jetzt irgendwas Neues für uns gehabt? Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Ja, was habe ich denn noch alles gemacht, Leute? Es war auf jeden Fall eine ganze Menge. Hier haben wir jetzt halt mal das gegrillte Vogelfleisch, was ich noch in Auftrag gegeben habe. Das nehmen wir mit. Ah genau, was ich noch gemacht habe, wie ihr sehen könnt, ich habe mir jetzt Kupferspitzhacke und Holzfäller Bronzeaxt, wartet mal. Das ist aber so nicht geplant gewesen. Ich wollte mir eigentlich auch noch eine Kupferspitzhacke machen, beziehungsweise Bronze. Lasst mich mal schauen. Ich habe auf jeden Fall auch eine Menge gefarmt, wie ihr sehen könnt, weil wir das ja alles jetzt dann vermehrt brauchen. Und jetzt kann ich mir auch endlich die Spitzhacke machen. So, dann rasten wir die noch aus. Dann rüsten wir die noch aus. Genau, und jetzt haben wir beides. Die kann weg. Die Bronzebarren kann ich aufräumen. So. Und dann sind wir eigentlich soweit auch schon ready, dass wir losgehen können. Ich brauche vielleicht noch was zu essen. Und jetzt muss ich mal gucken. Wir haben ja hier die Konstitution. Hier haben wir Kondition und Ausdauer. Das ist Stärke. Tomaten habe ich gerade nicht mehr. Die muss ich wieder anpflanzen. Dann nehmen wir halt mal ein paar Erdbeeren für die Gesundheitsregeneration mit. Ich denke, das passt dann auch erstmal. Dann hatte ich ja eine ganze Menge Fähigkeiten dadurch, dass ich die Wurzeln alle gemacht habe. Und ich bin halt jetzt hier so den Weg gegangen, dass ich zum Beispiel hier wieder 5% mehr Schaden von Bögen und Dolchen bekomme. Und dann bin ich noch hier hingegangen, dass ich ein bisschen mehr Stärke habe, weil ich tatsächlich ja auch ein bisschen Nahkampf immer mache. Genau, das war's mehr oder weniger soweit. Was ich auch noch gefunden habe, was mir angezeigt wurde, ist hier die Prestige-Rüstung. Und das finde ich richtig cool. Wir setzen uns jetzt einfach zur Gaudi mal die Krone auf. Sieht irgendwie witzig aus, aber sie ist pink und das gefällt mir natürlich sehr gut. Okay, Leute. Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Wir gucken, was wir alles brauchen. Genau, ich wollte mir Rüstung machen und für die Rüstung brauche ich aber erstmal Zeug, was wir für die, wie heißt sie gleich, Jägerin brauchen. Und deswegen denke ich, dass wir mal hier hin müssen zur Gerbereistation. Setzen wir uns einen Wegpunkt und düsen zu dem Zuhause hier. Supi, sind wir da, düsen los. Ich wollte mir nämlich eigentlich eine bessere Rüstung machen, aber das Problem ist, dass ich da eben, ach, wie hieß es denn, was ich brauche? Ich glaube Leder oder so. Und das kann ich mir ja tatsächlich noch nicht herstellen, wahrscheinlich eben, weil ich die Gerbereistation noch nicht habe. Ist aber kein Problem, wir holen uns die jetzt.
Und dann kann ich mir auch mal eine chilligere, bessere Rüstung herstellen. So, wir müssen so in diese Richtung. Jetzt weiß ich nur nicht, war das jetzt im Miasma oder nicht? Ich glaube tatsächlich nicht. Lass mich noch mal gucken. Ach doch, es war im Miasma. Okay, never mind. Was in dem oder in dem anderen? In dem anderen. Dann laufen wir mal ganz kurz hier so außen rum. So, so haben wir unsere Stelle jetzt ganz schnell erreicht. Jetzt warte ich, bis sich meine Ausdauer komplett aufgeladen hat. Und dann wagen wir einen Sprung ins Miasma. Beziehungsweise ich könnte noch ein paar Nüsschen essen. Denn die Erdbeeren sind schon wieder verdampft auf gut Deutsch. So, einmal bitte hier in den Umbra-Krater. Oh, das ist so weird, einfach so in den tiefsten Nebel reinzustürzen und nichts zu sehen. Elixierbrunnen. Ja, da möchte ich aber gar nicht hin, ehrlich gesagt. Deswegen einfach mal schnell hier rausgelaufen zu unserem eigentlichen Ziel. Ich habe auch tatsächlich bei allen Elixierbrunnen, die ich jetzt gemacht habe, auch immer die, wie heißen sie denn, diese großen Gegner besiegt und mir eben auch den Loot geholt. Ich habe auch die goldenen Kisten gefunden, wenn es welche gab. Genau, so ist das. Also nicht, dass ihr euch da jetzt Gedanken macht. Ich habe das gewuppt, das Ding. So, wir müssen nach oben. Ich hoffe, der Weg führt uns auch dahin. Was folgt uns denn da? Nein. Dich möchte ich jetzt gerade nicht haben. Danke. Danke. Nach oben. Kommen wir von da denn darüber? Ach Leute, kommt. Ihr habt doch bestimmt Besseres zu tun. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Gibt es da vielleicht einen anderen Weg? Oh, das ist jetzt natürlich belastend, wenn ich da nicht hochkomme. Ja, da muss ich mich mal kurz umschauen, ob es einen anderen Weg gibt. Es hilft ja nichts. Ja, also ich habe es jetzt bis hier hoch geschafft. Ich weiß tatsächlich nicht, was ich jetzt hier oben soll. Auf jeden Fall, wenn ich gucke, wir müssen dorthin. Das heißt, ich muss über die Brücke, aber ich weiß einfach nicht, welcher Weg das sein soll. Tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn ich jetzt hier rüber düse. Und ob ich dann irgendwie da hochkomme. Aber wir versuchen es natürlich. Und wenn nicht, dann muss ich mich halt irgendwie wieder hochbuggen. Oh no. Ach, Scheibe. Kann ich bei der Brücke vielleicht irgendwie hoch? Nee, da sowieso nicht. Juhu, ich hab's tatsächlich nach oben geschafft. Jetzt gucken wir doch mal, was haben wir denn hier? Ein Keller. Ist da irgendwas Besonderes? Ja, eine Kiste natürlich. Mit einer Erfahrungsschriftrolle, sogar zwei. Die werden wir gleich mal benutzen. Super. Ich bin natürlich auch wieder ein Level aufgestiegen. Ich bin jetzt Stufe 20 und fast Stufe 21. Also Leute, bald habe ich die 25 tatsächlich erreicht. Und ich freue mich richtig, denn es war bis dahin ein, ja, weiter Weg. Und was das hier betrifft, habe ich so die Befürchtung, sammeln wir, achso, können wir das nicht sammeln, doch, dass da wieder irgendwelche blöden Monster auf mich warten. Wo sind die Materialien? Dieses Kind spielt mir schon wieder Streiche. Ich habe Phil gesagt, er solle ein paar normale Steinblöcke auf die Brückenreparatur holen. Er war natürlich nicht glücklich, doch er ist jung und agil. Er kann sie problemlos tragen, aber natürlich lädt er sie einfach ab und hastet davon. Du wirst sie selber finden, Alter. Brich dir nicht den Rücken. Was für ein Nichtsnutz. Also wo sind diese Blöcke? Oh, gibt es Blöcke? Das wäre natürlich cool. Jetzt muss ich mich erstmal drauf vorbereiten auf sowas. Da sind noch mehr von diesen Spinnern. Hör auf damit, habe ich gesagt. Hä?
Ich hasse diesen Typen. Okay, weißt du was? Hätte ich es doch gleich so gemacht. Wir müssen wieder was essen. Beziehungsweise was trinken. Was habe ich denn? Fossiler Knochenpfeil, vergifteter Kupferpfeil. Ich bleib mal bei den ewigen Frostpfeilen, weil ich ja nicht weiß, was hier auf mich zukommt. Ich weiß nur, dass da oben schon wieder irgendeiner rumdümpelt. So, das zünden wir mal schnell. Und da sind ja auch schon wieder welche. Aua. So, der Hund kommt da nicht hoch, glaube ich. Oh, und er auch nicht, oder was? Doch, natürlich kommt er hoch. Gut, er ist aber Kabutschko. Was hast du dabei? Ah, sehr schön. Guck mal. Das hat gut geklappt. Lupas Zuflucht. Das will ich auch mal in die Luft sprengen, bevor ich dann selber wieder reinlaufe. So. Gehen wir mal nach links und gucken uns doch zuerst mal hier um. Hier sieht man ganz klar eine Geheimtür. Explosives Schwarzpulverkugelnetz. Ist ja interessant. Was gibt's denn hier noch so? Erstmal, ja, können wir ja kurz reparieren, warum auch nicht. Und dann loot ich dich, mein Guter. Hier oben ist nichts mehr. Dann gehen wir wieder runter. Und gucken weiter. Ist hier irgendwas drinnen? Irgendwas Relevantes? Nicht unbedingt. Können wir denn da hoch? Ja, aber da scheint auch nicht, als wäre... Ach nee, da hinten ist wieder diese komische Plünderermutter oder wie sie heißt. Ach komm, was ist das für eine blöde Schmettekake? Ja, genau. Ruf alle zu Hilfe, weil du einfach zu fett bist, um hier hochzukommen. Ich weiß gar nicht, wo ich bei ihr am besten... Ach nee. ...hinzielen muss. Komm her. Lass dich doch treffen. Ja klar, schmeißt er mich wieder hier runter. Weißt du was? Das war gemein. Wie bin ich denn da hochgekommen? Hier rüber, ne? Ich stelle mich jetzt dahin. Ich will, dass die erstmal kaputt geht. Jawohl. Und ich bin Stufe 21, meine Lieben. Einwandfrei. Dann gehen wir jetzt mal rüber und schauen, was die Gute für uns hat. Ja, vielleicht ohne die zwei Hunde. Oh fuck, die treffen mich ja da. Mann, Leute, das gibt's doch gar nicht. Dann muss ich wohl wieder mit meinem Schwert kämpfen. Und eigentlich wollte ich da hoch. Ja, genau so nämlich. Ein Waldlangbogen, Plünderer Mutterhelm und Metallschrott. Hier ist eine Kiste und alles andere. Ja. Ich muss erstmal die hier alle loswerden, weil sonst wird es nichts. Super. Dann denke ich, ist das die Gerbereistation. Ja, richtig geil. Haben wir das auch? Dann öffnen wir die Truhe und haben einen Lehrlingszauberstab.
Was können wir lesen? Gerbereistation Rezept. Denkt dran, Leute, die Bretter müssen korrekt gestapelt werden. Nichts darf durcheinander geraten. Die Gerbereistation muss genauso gebaut werden, wie die Mutter es verlangt. Ihr könnt euch nicht erinnern, wie. Hier ist die Anleitung. Wenn ihr Pack nicht lesen könnt, ruft Amar. Er wird es euch buchstabieren. Aber ich dachte, dass dann hier eventuell auch Blöcke sein müssten. Jetzt ist es natürlich wieder dunkel, was blöd ist. Aber wir können trotzdem weiterschauen, ob ich diese Blöcke finde und ob es hier dann überhaupt Blöcke gibt. Das nehmen wir einfach mit. Wo könnten denn Blöcke versteckt sein, Leute? Helft mir mal. Ja, chillig. Dann legen wir uns doch jetzt hier erstmal pennen und dann ist es auch schon wieder hell. Das ist doch eine super Sache. Das macht es nämlich tausendmal einfacher. Cool. Ja, wo sind denn wir eigentlich stehen geblieben? Erstmal habe ich hier noch wen, den ich looten kann. Und dann müssen wir eigentlich mal kurz hier hinter gucken. Und da habe ich auch schon wieder zwei Freunde, die auf mich warten. Sind erledigt. Ich weiß nicht, ob hier drunter irgendwas ist. Ich habe doch diese eine Desta. Das möchte ich jetzt mal ganz kurz da hinschmeißen. Okay, ich glaube, das ist einfach nur ein Schutthaufen und da ist nichts weiter. Hier ist ein Zelt und da ist noch ein Köter. Was essen muss ich auch schon wieder, weil das einfach zu schnell leer geht. Beziehungsweise trinken und hier. Hier ist nichts. Da ist auch schon wieder einer. Wo bist du? Oh, das hört sich an wie so ein Grüner. Ah, ist es aber zum Glück nicht. Okay. Supi. Lass uns mal hier raufdüsen. Ah, ja. Servus. Aber hier oben scheint soweit auch erstmal nichts zu sein, ne? Aber da hinten geht's ja weiter. Gehen wir mal hier runter einfach. Hier haben wir eine Kiste mit einer großen Keule. Hier steht noch eine versteckte Kiste. Aber da war auch nichts drin. Hier oben waren wir schon. So, dann bleibt uns hier eigentlich nur noch der Raum hier. Hier sind aber auch keine Blöcke. Okay, dann weiß ich es tatsächlich nicht, wo diese Blöcke sind. Oder ich bin einfach wieder zu lost. Also wir haben das auf jeden Fall. Und hier waren wir vorher schon, da waren aber auch keine Blöcke. Waren wir hier drinnen schon? Vermutlich. Also Leute, falls hier tatsächlich Blöcke versteckt sind, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Dann muss ich nämlich tatsächlich nochmal genauer gucken. Aber dann haben wir das jetzt auch schon erledigt. Und hier ist, glaube ich, da wieder eine Miasma-Wurzel. Die mache ich aber wieder alleine. Was haben wir denn sonst noch, was wir brauchen? Notenblatt, südliche Karawane, Herz aus Eisen. Schauen wir mal zum Tagebuch. Gerbereistation, die müssen wir natürlich bauen. Der große Almanach der Pflanzen und Setzlinge für die Bäuerin. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Plündererlage auf der Karte anzeigen. Das ist also das da. Dann würde ich mal behaupten, machen wir jetzt das. Okidoki, Altar. Wo ist er denn? Hier, setzen wir mal dorthin. Dann schauen wir, ob wir wieder was essen und trinken können.
Passt. Repariert haben wir ja vorher zum Glück schon. Dann gucken wir jetzt dahin. Aber ich sehe schon, da sind auch wieder diese Deppen. Ich hasse euch. Ich habe jetzt leider keine anderen Pfeile mehr. Was sehr belastend ist. Aber okay, das kann ich jetzt nicht ändern. Ich meine, es klappt mit denen bisher eigentlich ganz gut. Deswegen kann ich mich gerade nicht beschweren. Passt schon. Yay, das nächste große Lager. Surats Rast. Einwandfrei. Sollen wir wieder zuerst links lang gehen? Was? Wer sprechen? Oh, du sprechen. Dann gehen wir ganz kurz darauf. Da steht nämlich, glaube ich, auch einer. Jawohl. Tschüss. Oh. Da haben wir uns wohl gleichzeitig verabschiedet. Macht aber nichts. So, von hier oben kann ich nämlich viel besser die Leute treffen. So. Was geht hier? Hier geht's runter. Ins dunkle Verlies, wie ich sehe. Und hier sind Betten, falls es dunkel wird. Das ist gut zu wissen. Okay, was haben wir denn hier noch alles so? Schauen wir uns doch erstmal das Häuschen hier hinten an. Machen zu, dann kommt keiner. Aber hier sieht es auch so aus, als gäbe es nichts. Schade. Obendrauf vielleicht? Nee, nix. Hier ist so ein kleiner Durchgang. Sehr cool, haben wir da auch wieder was. Und dann geht's da hinten weiter. Was kommt denn da jetzt? Irgendwie ist es schon groß hier, ne? Ist hier nix. Da ist auch wieder irgend so ein Zeug. Was ist denn hier? Ach, hier ist ein Tiger. Den brauche ich aber nicht. Die Frage ist ja generell, was ich hier jetzt brauche. Oh, wow, wo geht's denn da lang? Egal, ich bleibe erstmal links. Und schau mal hier lang. Oh, oha. Boah, wisst ihr was? Ich würde so gern einfach da runterspringen. Auch wenn ich weiß, dass ich dann sterbe. Aber das sieht schon cool aus, dieses weite Meer. Jawohl. Ich glaube, ich muss hier lang. Ah, hier dahinter. Ist auch nichts Gescheites. Wo sind wir? Hier ist eine Kiste mit Kalksteinblöcken. Nice. Geheime Kellertür bei Schreiner. Quest abgeschlossen, Karawanenüberfall. Ich gucke mich jetzt einfach nur mal grob um, dass ich so einen Überblick habe. Geh weg. Das ist ja riesig hier. Wow. Da drin ist was. Schaut mal, das habe ich doch jetzt gesehen. Das habe ich doch jetzt gesehen. Kann ich da rein? Ja, aber es bringt mir nichts, weil es unter mir ist. Und was haben wir gefunden? Notenblätter von Dolchen und Wein. Und Schwarzpulverkugeln. Okay.
Okay, das war aber auch nicht das, was wir brauchen. Plünderer-Arena. Ja, okay, und was ist jetzt hier? Scheiße, ich wollte eigentlich da rauf. Das hört sich aber nicht gut an. Es hört sich an, als wäre hier wieder so eine komische Mutter. Aber es ist keine da. Nein. Doch, es ist eine da. Wo kommt die denn jetzt plötzlich her? Help. Hilfe, Leute, Hilfe. Jetzt habe ich auch keine gescheiten Pfeile mehr. Quest aktualisiert der große Eimer nach der Pflanzen und Setzlinge für die Bäuerin. Ach, die da unten nerven mich natürlich wieder. Aber ich gehe kurz hin, loote und hau wieder ab. Ha. So einfach geht das. Und wir haben den Eimer nach der Pflanzen und Dingsi-Dingsi. Jetzt wartet mal, ich brauche jetzt hier mal meine Ruhe kurz, sonst komme ich ja nicht mit. Hier, genau, den Almanach der Pflanzen und Setzlinge haben wir erbeutet. Sehr schön, dann haben wir das auch. Beziehungsweise, es wird mir noch als Fragezeichen angezeigt, aber wir düsen jetzt nach Hause. Schauen, dass wir die Quests abgeben. Und dann haben wir heute auch schon wieder zwei richtig gute Quests erledigt. Unglaublich, du hast es wirklich geschafft. Diese Gerbereistation wird der Schlüssel zu unserem Überleben sein. Los, platziere sie, damit wir an die Arbeit gehen können. Yes, I do. Aber die ist so fett, gell? Ich brauche unbedingt mehr Platz, tatsächlich. Ja, die ist halt ultra groß. Okay, wo stelle ich denn die hin? Ich stelle sie jetzt einfach hier hin und da muss ich sowieso umbauen. Genau, und hier können wir Leder machen. Sehr geil. Richtig gut. Ach, wer will denn noch alles was von uns? Mein großer Eimer nach der Pflanzen und Setzlinge, wunderbar. Es ist ein bisschen schmutzig, aber schon in Ordnung. Es macht mir nichts aus, mir die Hände schmutzig zu machen, dann wollen wir etwas anpflanzen. Jetzt kann ich nämlich hier auch den Ofen machen. Muss ich den noch hinstellen, oder? Gucken wir mal. Ja, den kannst du einfach so haben, Zupi. Jetzt hat sie noch was, rauchig und süß. Das Leben in letzter Zeit ist ziemlich langweilig. Wenn wir eine Imkerpfeife hätten, könnten wir einen Honigbienenstock herstellen. Mhm. Das heißt, das wird unsere nächste Quest. Dann hat sie wieder was. Webstuhl. Bla, 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 bla. Wenn ich einen Webstuhl hätte, den finden wir in Ostlapis. Einwandfrei. Dann, was willst du? Sonnentempelgeschichten auf dem Weg zum Ödland. Sei lieber auf der Hut, meine Tante Elin wurde von einem der Sonnentempel verflucht. Sonnentempel, sagt mir was. Ich glaube, da war ich schon mal auf unserem Community-Server. Fauler Zauber. Sie spricht auch vom Sonnentempel. Da bin ich gespannt, Leute. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Naja, alles klar. Jetzt haben wir tatsächlich hier Sonnentempelgeschichten, Notenblattstandort, Fragezeichen, Fragezeichen, bla bla bla. Und was haben wir da hinten? Webstuhl. Oha, der ist ja wirklich am ADW. Ja, krass. Nee, cool, Leute. Da machen wir es doch so. Ich gucke mir das ja noch genauer im Off an. Und im nächsten Part werden wir dann wahrscheinlich diese Geschichte hier machen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf, denn das wird jetzt eine spannende Geschichte. Jetzt geht es dann langsam zum Ende hin. Wenn wir vom Sonnentempel sprechen, gehe ich mal davon aus. Und ja, was wir dann noch alles weiteres machen mit dem Shrouded, ich habe schon was überlegt. Wir gucken dann aber, wenn es soweit ist. In dem Sinne, Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend und bis dann.